Die Kaiserstadt feiert ein großes Jubiläum. Vor genau 1200 Jahren trat Kaiser Karl der Große in den spirituellen Ruhestand. Doch an ganz besonderen Tagen schlüpft sein Geist in den Körper eines auserwählten Sterblichen, um sich durch ihn der Welt zu erklären. Meine Damen und Herren, dieser Tag ist heute gekommen. Empfangen wir den Körper von Ingolf Lück, beseelt vom Geiste Kaiser Karl des Großen. Herr Kaiser, wie gut, dass Sie kommen. Salve, liebe Untertanen! Wir, Kaiser Karl der Große, grüßen und segnen euch. Oder, um es mit den Worten des Limburger Bischofs Thebats van Elz zu sagen, Urbi et Obi. Seit 1200 Jahren ruhe ich nun im Aachener Dom. Allein, ganz allein, ganz tief unten im Keller, auf gleicher Höhe mit den aktuellen Beliebtheitswerten des ADAC. Und so freue ich mich umso mehr, dass ihr alle, meine lieben Untertanen, heute gekommen seid, um mein Jubiläum mit mir zu feiern. Gibt es doch in diesen Tagen so viele prominente Jubiläen, die wir feiern dürfen. Als erstes sei da erwähnt Roland Pofalla. So staunet 10 Jahre Lizenz zum Pöbeln. Mutti Merkels tapsiges Lieblings-Tamagotchi, das sich immer bei Vollmond gern in einen garstigen kleinen Gremlin verwandelt. Zum Dank für sein Lebenswerk wurde der rasende Roland von der Mutti in der freien Marktwirtschaft ausgewildert. Roland bekommt sogar ein Spielzeug mit, eine eigene Eisenbahn im Maßstab 1:1. Er wechselt in den Vorstand der Deutschen Bahn AG. AG, Ankunftszeit grob geschätzt. Aber unser Roland ist natürlich toll vorbereitet auf seinen neuen Job. In Bochum hat er sich schon 5-mal den Starlight Express reingezogen und aus Einstimmung auf das Zugbegleitpersonal trinkt er ab jetzt nur noch Rotkäppchen-Sekt. Sein großes Vorbild ist ja unser Altlastkanzler Gerd Schröder. Der hat einst Gas in Kohle verwandelt. Und unser Roland möchte nun Schotter in Kies verwandeln, um dann sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Herr Roland muss gehen, das war ein Sauerzug von Merkel. Sie ist ihn los und er verdient nun viel Moos. Auch der Limburger Bischof Thebats van Elz feiert ein Jubiläum. Ja, er feiert 5 Jahre Push den Bau. Manche kennen ihn als Monsignore Miles and More, andere nennen ihn einfach Bob, den Baumeister. Wenn man ihn so anschaut, muss man sagen, rein optisch ist er eine Kreuzung aus Gollum und Fielmann Kundenberater. Mit der Ausdauer eines gepimpten Duracell-Häschens. Monatelang hieß es in Limburg, wer hockt denn so spät noch im Bischofshaus? Es ist der Thebats, er schachtet noch aus. Ich muss euch sagen, mein liebes Volk von Aachen, ich bin ein bisschen neidisch auf diesen Mann. Und zwar auf seine Designer-Marmor-Badewanne. Die hat nämlich einen Genezareth-Modus. Der erhöht die Oberflächenspannung des Badewassers so sehr, dass man zu Fuß hinüberwandeln kann. Und
Und es gibt noch einen ganz besonderen anderen Gimmick. Das ist der Moses-Modus. Auf Knopfdruck kann man das Badewasser wunderbar in zwei Hälften teilen. Für diesen Bischof, der die Architektur für die Ewigkeit so sehr liebt, habe ich für nachher auch den passenden Anschlussjob als ehrenamtlicher Seelsorger bei der Stuttgarter Bahnhofsmission. Schaffe, schaffe, Domsitz baue und nicht auf des Geld drauf schaue. Mein nächster Jubilar, so hören, ist ein veritabler König. Es ist der König von Bayern, Horst Seehofer. Er feiert 50 Jahre unfallfreies Fingerhaken. Zu seiner Jubelfeier gab es eine aktuelle Lieblingsspeise, gefüllte Mauttaschen an einer delikaten Sauce-Vignette. König Horst möchte die Pkw-Autobahngebühr für Ausländer einführen, die sogenannte Alien-Vignette. Aber vor allem ihr, mein liebes, verehrtes Volk von Aachen, werdet durch diese Alien-Vignette doppelt gegeldbeutelt werden. Denn erstens werdet auch sie bezahlen müssen und zweitens wird die Rache der Holländer sein, gar fürchterlich. Jeder deutsche Autofahrer, der demnächst auf einer holländischen Autobahn ohne Anhängerkupplung erwischt wird, muss zur Strafe eine Doppel-CD von André Rieu kaufen. Ja. Unser König Horst will die Mehreinnahmen direkt wieder in den Straßenbau stecken. Toll! Oberammergau bekommt endlich sein eigenes Autobahnkreuz. Halleluja! So höret, liebes Volk, meinen letzten Jubilar von heute. Es ist Uli Hoeneß, der gut verdienende Mensch vom Tegernsee. Er feiert 30 Jahre kreative Sparzinsoptimierung. Seine Jubelparty steht unter dem Motto: Schweiz ist geil. Die Festrede hält alles schwarzer. Ja. Und sie serviert leckere Käsehäppchen mit Original-Schweizer Emmertaler drauf. Ja, ich muss schon sagen, der Uli Hoeneß, der hat wirklich ein rundes Sümmchen auf die schiefe Bahn gebracht. Folgt er dabei doch nur dem alten Fußballmotto: das Runde muss ins Eckige. Und selbst wenn es sich dabei um ein Schweizer Bankschließfach handelt. Ich, Kaiser Karl, mag Hoeneß gern. Er ähnelt mir ganz tief im Kern. Auch er folgt dem Gedanken von einem Reich der Franken. So feiert schön, singt fröhlich Lieder. In 1000 Jahren sehen wir uns wieder. Och, Alav!